Und ihr habt es gesehen oder seht das? Seht ihr das? Mit dem jetzt richtig schlägt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Daniel Wilczek und heute geht es um dieses Problem. Das Ganze blinkt hier. Ich hoffe, man sieht das auf dem Video. Ich habe festgestellt, die Maschine ist in letzter Zeit sehr, sehr laut. Ja? Es kann sein, dass dieses Problem mit was anderem zusammenhängt. Ja? Das kann ich jetzt nicht direkt sagen. Aber ich werde euch das mal zeigen. Und zwar mache ich jetzt einfach mal einen Spülgang. Und werde jetzt einfach mal ganz kurz spülen. Das heißt, damit einfach hier Wasser in die Kammer reinläuft. Und dann werde ich das Ganze mal schleudern. Ihr habt das gesehen oder seht ihr das? Das heißt für mich, jetzt machen wir die Maschine gleich wieder aus. Das heißt für mich an der Stelle, das Problem tritt auf, wenn die Maschine lange wäscht und das erste Mal wieder nach langer Zeit anläuft. Dann hört man es einfach, da sieht man auch komplett, dass die Trommel so hin und her wackelt. Ja? Obwohl es die gleiche Wäsche ist, wie, also ich habe sie nicht rausgetan, ich habe sie einfach nochmal waschen lassen. Ich vermute, mit der Zeit, wenn die Maschine, das Wäsche schlägt ja ständig in der Trommel, das heißt die Stoßdämpfer, ich habe einen hier, so sehen die Stoßdämpfer aus, ja, die werden dann immer so ein bisschen hier belastet und dann plötzlich kommt dann die Schleudern und die sind dann sozusagen hier schon ausradiert und dann geben die halt schlagartig nach, ja. So vermute ich, dass die ein Problem haben. Deswegen an der Stelle werde ich die Stoßdämpfer tauschen. Ich kann die so aufschaukeln und die wackelt dann einfach schön gemütlich nach und ist ein Zeichen dafür, ja, dass die einfach Stoßdämpfer, entweder hat sich ein Stoßdämpfer ausgehängt oder ein Stoßdämpfer ist so, dass er wirklich ganz hinüber ist. Da ist so ein roten Bubble. Draufdrücker, raus damit. Hier hat es zwei Torx-Schrauben. Nicht vergessen, vom Strom die Maschine nehmen. Ich werde jetzt noch kein Wasser trennen, das ist noch nicht notwendig. Aber vom Strom auf jeden Fall die Maschine jetzt nehmen. So, bei der Maschine ist so, hier hat es normalerweise eine Abdeckung, die habe ich noch nicht mehr dran an meinen Maschinen. Da müsst ihr die Kreuzschrauben, Torx-Schrauben, je nachdem was ihr drin habt, rechts und links entfernen. Nach oben und nach hinten. Und dann geht das Ganze ab. Als erstes, was ich kontrolliere, sind, ob alle Federn heile sind. Es kann auch sein, dass eine Federn, so wie diese hier da hinten, einfach kaputt ist, ja, ausgehängt oder was auch immer. Da müsste man sie tauschen. An die meisten kommt man ganz gut dran. In meinem Fall ist es so, dass man ja, also an die zwei gut drankommt, an die anderen nicht. Ihr seht, ich habe hier Griffe mir dran gebaut. Wenn ich die Maschine mal transportiere, dann ist das echt praktisch. So, also hier oben sieht alles heile aus. Das heißt, wir müssen nach unten gehen. Wir müssen also jetzt das Ganze hier aufmachen. So, dann lösen wir mal hier das Ganze. So. So. Okay. Ganz einfach. Ich versuche das euch zu zeigen. Ja, schon mal ein bisschen schwierig. So, jetzt nehme ich den. Und ihr seht es schon. Ich kann das Ganze mit der Handbeweger. Das heißt, den Stoßdämpfer müssten wir komplett tauschen. Also, so sieht das Ganze aus. Ja, das versuche ich jetzt zu lösen. Ja, 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 okay. Ja, schon verstanden. Okay, also. So, also, das Ganze ging ganz gut raus. Ihr müsst keine Angst haben, dass euch die Maschine runterfällt. Die ist ja auf den Federn oben aufgehängt. Wenn ihr nicht zu sehr wackelt, dass ihr die Maschine so anhebt, dass das rausfällt, ja, aus den Federn, dann passiert euch gar nichts. Da kann euch die Maschine gar nicht auf den Kopf fallen. Also die Seite war vergleichsweise leicht.
Okay. So, okay. Boah, da ist der Stoßdämpfer. Also der erste Stoßdämpfer war sehr leicht auszubauen. Ihr seht das? Ja, das ist eher mit einer Luftpumpe so. Jetzt zeige ich euch das mal, wie das hier aussieht. Boah. Boah, keine Chance, ja? Null Bewegung. Boah. So soll es eigentlich aussehen. Was ich hier machen werde ist, ich kriege das wahrscheinlich nicht mit der Kraft angezogen und ich weiß die Drehmomente nicht, die das Ganze angezogen ist. Deswegen verwende ich Schraubenfestmittel, tue ich euch unten in die Infobox, genauso wie die Stoßdämpfer, die neuen, und wir tun einfach hier auf das Gewinde das Mittelmaterial drauf. Das sorgt dafür, dass sich die Schraube nicht lösen können. Ja, okay, dann gucken wir mal. So. Jetzt ist es schwieriger, das da unten durchzustecken, weil jetzt seht ihr ja, ich muss das Ganze wirklich mit Gewalt nach unten drücken und einen Stift durchschieben, aber das wird machbar sein. Vielleicht hätte ich mir das Ganze ein bisschen mehr ausfahren sollen. Ja gut, im Nachhinein ist man auch schlauer. Also meine Frau wird jetzt hier drauf drücken, ja, und ich werde das dann hier einfach auf der Seite drauf drücken, so runter drücken. Kriegst du das hin? Und ich werde das dann. So, warte. Ja, das reicht super. Ein bisschen fester. Okay, nochmal mit Schwung nach unten. Okay, danke. So, ich werde jetzt hier schraubenfest Mittel drauf machen. Weil jetzt hier komme ich ja dran. Das heißt, da ist es kein Problem. Das wird reichen. So. Okay, eine Seite ist fertig. Jetzt machen wir noch die andere. Komme ich da ran? Ja, ich glaube, ich komme hier ran. Ist das jetzt aufgekriegt? Oder ist mir das rausgefallen? Also, wie es aussieht, habe ich es offen. Da bin ich gerade eben drin, ja. So. Okay. Also, jetzt wird meine Frau wieder auch hier oben drücken. Ja, die wird das dann rüber runterschieben auf der Seite. Wie gesagt, Strom muss aus sein, ist ganz wichtig. Und möglichst nicht an so Sachen wie, ja, wo Kabel sind oder Kondensatoren sind, hinfassen. Und ja, dann werde ich dann jetzt das Ganze hier unten reinstecken. Ja, jetzt warte. Ja, perfekt. Danke. So, das wird reichen. Damit sind wir hier fertig. Muss man die Pumpe in Position bringen. Und dann schraubt man sie einfach wieder fest. Dann geh Pipi machen. So. Okay, beide Schrauben sind wieder fest. So, der Schlauch hier, das ist der Ablassschlauch. Den habe ich natürlich intelligenterweise abgezogen. Ach, deswegen ist das Wasser wahrscheinlich gekommen. Machen wir einfach wieder drauf. War hier dran. So, das Ganze wieder zumachen. So, jetzt sehe ich gerade eben, wir haben hier die Dichtung falsch eingeklemmt. Ist natürlich ungünstig, das müssen wir reparieren. Also das müssen wir wieder lösen. Die Dichtung sollte nicht, die sollte hier drumherum drin sein. So, und dann festziehen das Ganze. Ja, damit sie wieder geht, wir wollen eine kleine haben und eine große Maschine. Weißt du? Das ist eine kleinere Maschine und die andere ist eine größere Maschine. Also man merkt schon deutlich, dass die Maschine ruhiger läuft. Ja,
Ja, also ihr seht, das schwingt gar nicht so lange nach wie vorher. Und ich kriege das zwar aufgeschaukelt, aber das pendelt sich sehr, sehr schnell ein, ja. Damit habe ich den Fehler gefunden. Ich hoffe, das Video hilft den einen anderen. Ich bin Adam Wilczek. Dankeschön fürs Anschauen. Teile und Werkzeuge gibt es unten in der Infobox. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Bis dann. Ciao.